Hallo. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Hinter die Barrikaden! Schnell! Schnell! Achtung! In Deckung bleiben! Hör zu! Bleibt zusammen! Göttliche Quelle. Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Da. Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon.
sind. So weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben Ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit brauchen bringen. Sie irgendwas? Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, wenn sie eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Ich höre, haben Sie mit uns gekämpft. Ich habe mich bemüht. Ich bin froh, dass ich hier war. Ihr habt euch entschieden zu kämpfen. Das stand nie zur Wahl. Wir sind keine Feiglinge. Kannst du die Füße bewegen? Gut. Halt dich warm. Bald kommt jemand. Ich kann warten. Falls andere dringender Medizin brauchen. Lass uns das beurteilen. Sie sehen besser aus. Ich schaff's schon. Na klar, gern geschehen. Und du? Wie geht's dir? Verdammt. Gott sei mit dir, mein Freund. Der Herr behütet dich. Kann ich Ihnen etwas holen? Wer ist da? Bist du das, Anya? Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. Ich sehe noch immer nicht richtig. Es ist... Alles ist verschwommen. Ich kann das Bein nicht retten. Die Wunde ist zu schwer. Was? Was sagst du? Ich muss es abnehmen. Es tut mir leid. Nein! Nein, bitte! Nicht mein Bein abnehmen, das geht nicht! Du hattest Glück. Keine Hilfe, wenn ich sie durchgegangen wären, wärst du verblutet. Glück? Verdammt, das weh! Und ihr zwei? Sieht aus, als hätten sie hier alles unter Kontrolle. Ich habe sie gesehen. Im Kampf. Gut, dass sie bei uns sind. Hier, die haben wir von den Toten. Die brauchen sie nicht mehr.
Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, jetzt nicht. Wir müssen den Transport der Verletzten vorbereiten. Auf Wiedersehen. Gleich bist du an der Reihe. Wollen Sie wirklich nicht mit mir kommen? Ich könnte Hilfe brauchen. Wir haben so große Verluste. Ich muss die Verletzten in Sicherheit bringen. Aber, jetzt kurz. Ich muss die Oh. Hallo nochmal. Sie haben gut gekämpft. Ich bin froh, dass ich hier war. Oh, hallo. Wie geht es Ihnen? Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, wir warten bloß auf die Ärzte. Wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Na, bis später. Hallo. Es war offenbar falsch, Ihnen zu misstrauen. Es war eine Ehre, dass Sie mit uns gekämpft haben. Nehmen Sie die Munition, wenn Sie sie verfolgen. Verpassen Sie ihnen was. Hallo. Sie haben ja wieder Teufel gekämpft. Das war nicht Ihr erstes Mal. Nicht wirklich. Hier, Sie können mit diesen Magazinen mehr anfangen. Das kommt wieder in Ordnung. Ah, Gott! Tut das weh? Sie tun alles, was Sie können. Kann ich helfen? Das haben Sie schon. Wären Sie nicht gewesen, hätten wir noch mehr Tote. Dann war es das wert. Ruhen Sie sich aus. Das kommt wieder... Ach, machen Sie es gut. Brauchen Sie Hilfe? Die meisten dieser Männer wären tot, wenn sie nicht gekommen wären. Wir stehen tief in ihrer Schuld. Das heißt, Sie interessieren sich für die Vergangenheit vor dem Sturz. Da auf dem Pult liegt etwas, das Sie interessieren könnte.